sprechen gerade über Kuba, bitte. Ja, erzählen Sie. Über die Hauptstadt Kuba. Also, ich war in der Hauptstadt Kuba, warte mal, wie heißt sie nochmal? Santiago. Heißt sie nicht Santiago? Ich glaube Santiago. Wann waren Sie denn in Kuba ungefähr? Och, 30 Jahre vielleicht. Das ist viele Jahre. Und wollen Sie mir erzählen, was Sie erlebt haben? Ach, ich war Tourist. Das Land interessierte mich. Kein Mensch kannte Kuba, wenn man bei uns mal fragte, ich will mal nach Kuba fahren. Ja, was willst du denn in Kuba? Das ist doch eine kleine Insel. Das ist doch nichts Besonderes. Ich sage, fahr mal hin. Fahr mal in die Hauptstadt. Naja, da war ein wichtiger Anlass, der Fidel Castro. Warte mal, es waren zwei Castro-Brüder. Und beide auch Staatspräsidenten waren nacheinander. Der Fidel, jetzt weiß ich nicht, ob der Fidel der Ältere war oder der Jüngere. Das weiß ich heute nicht mehr. Das ist zu lange her. Fidel Castro. Und haben Sie Fidel Castro gehört oder gesehen? Ich habe ihn gehört. Nur wo denn? In der Hauptstadt. In da war ein staatlicher Festtag. Und da kamen die Kubaner von allen Richtungen zusammen, um sich um den Castro, den Präsidenten zu hören, was er zu erzählen hatte. Ich konnte damals zu wenig Spanisch, ich habe nicht viel verstanden, aber die Stimmung hat mir gut gefallen. Die Stimmung im Volk, die war sehr liebenswürdig. Und wie war die Rede? War die sehr einfühlsam und verständlich? Das kann man sagen. Also soweit ich das ein bisschen verstanden habe, er war ein guter Volksführer. Das Gefühl hatte ich. Er war ja lange in Russland gewesen und hatte von daher viel von der Atmosphäre mitgebracht, nach Kuba mitgebracht. Den Sozialismus. Ja, die Volksstimmung. Das hat er aus Russland mitgebracht. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass die Menschen ihn so, wie er war, als nicht nur Staatsleitung... Er war ein idealer Volksführer. Und dann starb er, da kam sein jüngerer Bruder, wurde der neue Präsident. Aber das ist so lange her, den Namen weiß ich nicht mehr, wie der jüngere Bruder hieß, mit Vornamen. Aber auch die Leute klatschten, wenn er auftrat und redete. Er war auch sehr beliebt. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass die Menschen das freiwillig getan haben, ja, aus Überzeugung? Ja, die beiden Castro-Brüder waren in Kuba sehr beliebt, weil jeder wusste, sie sind volkstümliche Landesherren, die das tun, was die Bevölkerung will. Was mir in Kuba so gut gefallen hat. Die Kubaner machten so gute Musik. Ach, die machten Musik. Fantastisch. Es waren viel Schwarze im Lande, die spielten Gitarre, spielten Akkordeon, die sangen dazu. Und ich habe mich daneben gestellt und habe mitgesungen, so gut es ging. Also Kuba hat mir sehr gut gefallen. Da dachte ich, vielleicht fährst du da später nochmal hin. Aber ich hatte einen Beruf, ich kam dann hier in den Beruf rein und hatte keine Zeit mehr und Gelegenheit mehr, nochmal nach Kuba zu fahren. Ist Menschen da auch getanzt bei der Musik? Ja, ja, ja. Aber vor allem gesungen. Konnten singen, die Kubaner. Das war eine Lust, das zu hören. Wie war das Essen und Trinken, die Lebensmittel, die Natur? Gut. Also ich habe mich in Kuba sehr wohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, die Kubaner mögen die Europäer als Touristen, wenn sie kommen. Und als sie dann hörten, der Kleine da, das ist ein Deutscher. Ach, ein Deutscher, interessant. Was willst du hören? Wir singen ein Lied für dich, ein kubanisches Lied. Also, ihr singt, was ihr wollt. Ich höre gerne kubanische Musik. Dann haben die gesungen. Ja. Ich habe versucht, das zu lernen, aber das war zu schwer für mich. Ich habe es nur gehört. Das war das Angenehme, dass die Kubaner im Interesse der Touristen, es waren viele Touristen, es waren Engländer, Franzosen auch da, im Interesse der Touristen das sangen, was die Touristen gerne hören. Also die Kubaner sind ein angenehmes, gastgebendes Volk, das muss man sagen. Vielen Dank, Kuba. Das ist sehr nett, dass Sie mir das erzählen. Havanna, die Hauptstadt. Ach, das ist auch schön. Haben Sie da auch Zigarren geraucht, wie man das Klischee aus Kuba kennt, nee, oder rumgetrunken?
mal die ein oder andere Zigarette, aber keine Zigarette. Und welches Essen war da am leckersten? Die aßen Fleisch, in erster Linie Rindfleisch, wenn ich mich erinnere. Richtig erinnere. So, das sind eben andere Traditionen, das sind Volkstraditionen, die wir als Europäer gar nicht so gut kennen. Das ist eine relativ